Herzlich willkommen zurück zur Destiny Beta Folge 4. Und ja, da stehen wir auf und werden uns ein wenig ausrüsten weiter hier im Turm. Wir haben ja schon einige Sachen jetzt hier erlebt. Und gehen wir hier zum Lord Shax. Oder Shax. Er hat was für uns. Einladung annehmen. Schließe dich den Reihen von Hütern an, die ihre Fähigkeit im rechtmäßigen Kampf gegen ihresgleichen verbessern. Glimmer. Was heißt das denn jetzt? Ist das jetzt hier ein Multiple? Okay. Schmelztiegel. Ach, das wird wahrscheinlich Rolf des Schmelztiegel. Ah, das ist wahrscheinlich der PvP-Modus. Schmelztiegel, ja. Quartierwart. Das ist wahrscheinlich der PvP-Modus. Wie ich vermute. Willst du was kaufen? Du willst in den Schmelztiegel? Ja, das wird wahrscheinlich dann der Ruf sein, den wir jetzt bekommen haben. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier zum Waffenmeister nochmal. Und schauen mal. So. Ui. Angriff 51 Maschinengewehr. Chargon Charlie ist eine Präzisionsunterstützungswaffe, durch den in intelligentes Gel gebetteten Lauf wird die Wärmeentwicklung reduziert und schnelle Schussfolgen sind möglich. Dies mächtige Maschinengewehr feuert trägheitsgekoppelte Raketengeschosse ab, die extrem hohen Schaden bewirken. Der Fokus des SA-3 Jester liegt serientypisch auf Präzision, allerdings hat dieses Modell mehr Kapazität. Der RS-3 Deacon ist eine taktische Verbesserung der flexiblen Deacon-Serie. Ui, ich kann mich gar nicht entscheiden. So, da haben wir wenig Feuerrate, ist Explosion, Geschwindigkeit, Stabilität, Nachladen. Feuerrate, Schlagkraft. Ich glaube, ich werde mich für das... Bin sowieso nicht so ein Präzisionsschütze für das Chargon C entscheiden. Diese Waffe gehört in die Hand deines Exos. Ja, und zwar genau in meiner Hand. Wenn wir uns mal eben ausrüsten. Und wir haben ein Upgrade. Das haben wir in der letzten Folge. Und zwar genau den Energieabzug mit dieser Granate. Haben wir jetzt. So, müssen wir gucken, wo haben wir denn? Ach, da haben wir die Waffe. Die haben wir schon ausgerüstet. Jetzt haben wir schon mittlerweile 3 Waffen. Hier kann ich was kodieren. Das machen wir jetzt gleich. Hier können wir was upgraden. Am Anzug. Impulsivgewehrmunition. Erhöhe die Menge des Impulsivgewehrmunition, die du tragen kannst. Ja, das machen wir doch. Ah, da sieht man Glimmer. Wie viel man braucht. Kann man denn mal eben... Ich weiß aber nicht, was das da oben heißt. Da, hier oben, dieses 275. Das weiß ich selber noch gar nicht. Auf jeden Fall, die Glimmer ist so ein bisschen quasi so die Währung, wie ich vermutet habe. So, wir sind auf jeden Fall... Was habe ich denn jetzt aufgerüstet? 21, ne? 26 habe ich da. Nehmen wir den 26er Helm mal. Ich habe 18 ausgerüstet. Da ist einer mit 22. Dann nehmen wir doch gleich den. Ja, 34 ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Ja, genau. So, Schuhe haben wir da neue. 15, 12, 19... Ja, nehmen wir die 19er Schuhe. Und da werden wir eben kodieren gehen. So. Du kannst dich nicht dein Leben lang in der Stille der Archive verstecken. Wenn du das in der Hand hast, sind wir alle sicher. Ja, genau, dann sind wir alle sicher. So, wir haben das... Ah, dürfen wir noch nicht. Level 6 erst. Dann bekommen wir das Chaidonia AR3. Gut. Aus dem nordamerikanischen... Dann geht's für uns jetzt... Wer redet denn da? So, gut, dann heißt es für uns, es geht jetzt wieder zum Orbit, zur nächsten Mission. Hm.
Und heute werde ich definitiv intensiv Destiny spielen. Genau, und jetzt sieht man es hier. Hier ist jetzt der Schmelztiegel. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Das ist dann halt der Spielmodus so PvP, Player vs. Player ist das halt. Und da kann man dann halt gegen andere Spieler kämpfen und seine Fähigkeit natürlich auch verbessern. Gold? Lese ich das? Ich kann das kaum lesen. Es steht da Goldtruben? Ach, Goldtruhen. 1 von 5. Ach, sind dann hier noch so Goldtruhen verteilt? Okay. Also wir hatten die Mission und die Mission. Dann heißt es jetzt, glaube ich, die hier. Gehen wir mal dahin und starten diese Mission mal. Ja, die letzte Anlage, stimmt, das hatten wir noch nicht. Ah, mich juckt's. Aber mich juckt's. Ah, so. So. So, jetzt wird wahrscheinlich unser Geist wieder was erzählen und ich halte einfach mal meine Fresse. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Können wir die Anlage vielleicht öffnen? Es klingt so wie Folge 3. Das war auch ein sehr dramatischer Kampf. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. So. Wir haben 3 Waffen. Die kennen wir ja. Die auch. Mein Zerstäuber. Und jetzt haben wir neu. Wie wähle ich die denn aus, die Waffe? Gar nicht. Anscheinend wählt er die... Anscheinend wählt er die noch nicht aus. Vielleicht kriegen wir da noch Munition für. Da sind schon wieder Gegner. Oh, da ist einer mit Level 7. Oh, der kriegt ja fast gar nichts abgezogen. Sehr präzise ist es jetzt nicht. Aber die ist sehr präzise, die Waffe. Könnte schon wieder um die Ecke schießen. Oh, 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 oh. Wo müssen wir denn nochmal hin? Ach, da oben. Wieso laufe ich eigentlich da lang? Ach, wir haben jetzt... Ach, wir haben jetzt 2 Sachen. Unten links am Bildschirmrand. Wie setze ich die? Ich muss mal eben kurz ins Menü schauen, wie ich die Fähigkeit einsetze. Mal eben schnell nachschauen. Charakter. Ah, hier war das ja, genau. Wie setze ich denn ein mächtiger Power-Nahkampf, der Feinden Energie entzieht, damit Abklingzeit einer Granate verringert. Ach so, das ist der Nahkampf. Ach, den Nahkampf haben wir jetzt auch verbessert. Ah, okay. Das bedeutet also, unser Nahkampfangriff ist jetzt wesentlich stärker. Wieso laufe ich eigentlich? Schon gerade sagen, ich brauche doch nicht laufen. Dann wollen wir gleich mal den Nahkampf aus Gunngriff direkt ausprobieren. Oh, mein Aiming. Wow, der ist ja wohl mal geil, der Nahkampfangriff. Ich liebe die Wumme. Hasta la vista, Baby. Oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Wenn ein Gegner so zerfetzt wird. Ich glaube, das mache ich gleich mal. So, das kennen wir. Da waren wir schon gewesen. Und ja, ich habe mich auch schon verlaufen. Wo müssen wir denn lang? Ah, hier war es, genau. Kann man hier was machen? Nein. So. Wir begeben uns wieder durch diese Schabrotstätte. Genau. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zum Mondkomplex, wo es wieder dunkel drin ist. Ich höre...
Das sieht so toll aus mit der Lichtstimmung. Licht an! Das klingt irgendwie eklig. Ich hoffe, jetzt kommen hier keine neuen Gegner. Denn beim letzten Mal konnte ich einfach durchrennen. Yep. Und ich freue mich natürlich tierisch auf The Last of Us. Das ist ja das nächste Let's Play, was ihr auf dem Channel sehen werdet. Und dann kommt ja dann auch Metro bald. So, das wollte ich schon mal machen. Hasta la vista, baby! Das ist ein cooles Gefühl. Hoppala. Huch. Huch, hab ich da einen Tisch hängen. So. Aber merkt schon, es ist schon sehr... Man muss schon sehr klug und taktisch spielen, um da so ein bisschen alles im Griff zu haben. Super Bright! Wir sind wieder Super Bright! Das spare ich mir aber auf. Für eine größere Gegnermenge und alles. Aua! Und jetzt konzentriere ich mich auch wesentlich mehr aufs Spiel als wie gestern in der Show. Da war ich ja gestern so ein bisschen... Uah, neben der Spur. Mit den Schatten und alles, das ist schon toll gemacht. Muss ich hier echt mal sagen, alles schon. Ach, da oben schießt einer. So. Bam! So. Die Gegner hätten wir. Das ging eigentlich relativ zügelig. Oder zügelig. Die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden gar nicht weit weg. Zwischen ein paar Gebäuden gar nicht weit weg. Wo müssen wir denn? Ach, da müssen wir lang. Oh, das sieht so cool aus mit dem Schatten. Uhu. Schatten. Plupp. Ja, Bungie macht schon tolle Spiele. Oder die haben es schon drauf, kann man auch sagen. Ah, ich frage mich, wofür die dritte Waffe ist, wie man die auswählen kann. Da sind andere Spieler, die scheinen auch die Mission zu machen. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Ach, hier sind auch wieder Geister, die wir sammeln müssen. Das hatten wir doch schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Das waren die Gegner, wo die sich gegeneinander erledigen. Schlechtes Aiming gerade. Wo ziel ich denn? Ich sollte vielleicht mal ein bisschen meine Lebensenergieanzeige oben am oberen Bildschirmrand achten. Nichts. Such noch einen. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Ich wusste gar nicht, dass wir die Mission schon hatten. Also wenn es genau diese... Wenn das jetzt dieselbe ist, dann tut es mir leid, liebe Leute. Ich dachte, die hatten wir noch nicht. Anscheinend ist es genau dieselbe. Ja. Das ist, glaube ich, dieselbe Mission. Vielleicht können wir ja den anderen noch wissen. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Beijoinen. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Ja, die Mission hatten wir schon. Naja. Machen wir den nochmal. Gibt es natürlich nochmal zusätzlich Punkte. Ist ja nicht so schlimm jetzt. Ah, das ist das mit der... Ach ja, stimmt. Wo nachher der Mega-Kampf kommt. Aus der letzten Folge. Stimmt, ja, ja. Ich erinnere mich, da war was.
Ich erinnere mich, dass da was gewesen ist. Kodiertes Engramm gefunden. Engramm. Na, glaubt man auch nicht zu schießen. So, da müsste aber noch einer sein, ne, oder? Oder? Oder auch nicht? Naja. Genau, und hier war das gewesen. Ja, ich erinnere mich. Der Steuerungsstation. Natürlich jetzt Mist, dass ich jetzt euch dasselbe quasi zeige, so ein bisschen. Aber na gut, dann machen wir nochmal ein paar Pünktchen. Dann kommen wir natürlich auch weiter hier. Und... vielleicht gehe ich ja die Mission klüger an und sterbe nicht sofort. Schauen wir mal. Die mit ihrer um die Ecke schießen können, das möchte ich auch können. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal. Hat er ein Schwein? Haut der ab, feige Ratte, bleib stehen! Du wirst sterben, so oder so. Feige Ratte. Mann. Ja, ich glaube, die Mission wird, glaube ich, ein bisschen schneller für uns, weil wir die schon kennen, weil wir schon wissen, was auf uns wartet. Aua, 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 aua. Aua, aua. Ach hier, da habe ich gar nicht mitbekommen, dass da einer rumschimmelt hinter uns. Naja. Euch nicht unsichtbar machen, so wie ich schon gesagt hatte. So. Der letzte Hüter. Boah, ich halt da wieder Schiss. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Natürlich bringe ich dich rein. So. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennzeichenbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Ja. Es funktioniert. Oh, und da ist jetzt Underworld beigetreten. Mitten im Let's Play. Sie öffnet sich. Oh. Unglaublich. Sie wird aktiviert. So. Gerade bei der finalen. Im Finale der Mission. Los auf sie! Auf sie mit Gebrüll! Leider hatte ich die Mission schon. Ah, das Schiff schießt ja. Ich hab's vergessen. Ah, au, 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 au. Au, 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 au. Geht weg. Ihr stinkt alle. Nach Tenas, nach verbrauchten Tenas. So. Stirb, Hexe! Stirb! So, da kommt schon das nächste Schiff. Die nächsten Gegner. Die wir ganz locker erledigen, weil wir wissen, was kommt.
Den habe ich ganz vergessen. Hoppala, der Dicke war das ja. Und da ist Underworld schon. Jetzt kommt die letzte Runde. So. Weiter. So. Da steht noch einer und schimmelt noch hinter dem Container. So. Jawohl. Mission abgeschlossen. Die Anlage wird von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Rasputin. Er lässt mich nicht rein. Oh, Rasputin, Rasputin. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Moment, wie war das nochmal? Nein. Etwas, das bin ich so böse? Yeah. Genauso zu überleben wie Rasputin. Genau, du bist böse. Du. Echt? Du. Du. Ich wusste nicht, dass du Let's Play. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie man halt, ja, man müsste auf der PlayStation einstellen können, irgendwie bitte nicht stören. Zum Beispiel. So, ja, wie gesagt, ich wollte noch ein paar weitere Folgen aufnehmen. So. Dann mach das, dann gehe ich wieder raus. Jo. Ja, die Folge ist jetzt eben zu Ende. Na. Viel Spaß. Jo, dankeschön. Mach's gut, bis später. So, Ziel verschlägen. Dann wollen wir mal zurück zum Turm gehen. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich die Silbermission gewählt habe. So, während wir zum Turm fliegen, ja, sehen wir uns im Turm. Dann in der nächsten Folge sehen wir uns dann in der nächsten Folge im Turm dann wieder und dann starten wir natürlich eine nagelneue Mission oder eine Mission, die wir noch nicht hatten. Und man sieht ja dann nicht immer alles doppelt und dreifach. Es wäre ein bisschen blöd. Blöd. Ja, und damit wäre die Folge jetzt auch meinerseits beendet. Wir fliegen zum Turm und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Tschüss.